Leute, dieses extrem krasse Feature, was ich bis jetzt aus keinem anderen Shooter kenne, ist in XDefiant drin. Ich weiß nicht, ob es einer von euch in der Beta vielleicht gerafft hat. Ich weiß nicht, ob das so eine Selbstverständlichkeit ist, die ich vielleicht einfach noch nicht erkannt habe. Jedenfalls kenne ich es aus keinem der COD-Teile und den Shootern, die ich so gespielt habe. Ist in der Vergangenheit natürlich, muss ich mich entschuldigen, jetzt nicht mehr so viel gewesen, seitdem ich sehr viel an Apex Legends hänge. Aber folgendes Feature habe ich entdeckt. Ich habe 6 Gameplays aufgenommen. Ich habe ein bisschen exklusives Material von Ubisoft gestellt bekommen. Ein Gameplay habe ich schon hochgeladen, es folgen noch weitere 5. Und im letzten Gameplay ist mir Folgendes aufgefallen. Also in den nächsten Tagen werdet ihr irgendwann das hochgeladene Gameplay noch sehen mit meiner Live-Reaction. Da seht ihr das, was ich euch jetzt zeige, auf jeden Fall nochmal, falls es euch dann etwas spanisch vorkommt. Achtung, ich lege einfach mal los. Das ist meine Reaktion auf Folgendes. Geradeaus. Ohne irgendwie zu lenken. Was ist los? Okay, man kann mitten im Game die Aufsätze wechseln. Mann, Detail, das ist ja interessant. Hab ich das richtig gesehen? Moment, ich muss mal zurück. Jetzt muss ich mal kurz ins Menü gucken. So weit zurückgespult. Change Loadout. Klar, Change Loadout, eine andere Waffe, aber... Alter, ohne Scheiß. Du kannst einfach mittendrin von Fast Mac auf Extended Mac wechseln. Okay, mehr Munition statt schnelles Nachladen. Das ist ja krass. So Leute, ihr könnt mich jetzt die größte Wunderblume nennen. Ich kann es wirklich aus keinem anderen Shooter, aber wir können mitten im Spiel einfach die Aufsätze wechseln, wenn wir keinen Bock mehr haben. Kennt ihr das aus Spielen mit COD? Du schaltest vielleicht irgendeinen neuen Aufsatz frei, du drückst aber schon bereit, weil du einfach keinen Bock hast zu pausieren. Gehst in dein Loadout-Menü, willst es ausrüsten und in dem Moment, wie du fast drauf bist, pupp, startet die Runde und du kommst irgendwie nicht so richtig rein, weil du vielleicht gerade eine Lobby erwischt hast, wo du halbwegs geile Games bekommst. Also mitten im Game Stopp, irgendwo Pause drücken, irgendwo kurz schimmeln, um seine Aufsätze zu justieren. Wie geil ist das denn? Und vor allen Dingen bringt das diesen positiven Nebeneffekt. Es wird in XDefiant eine Menge Aufsätze geben. Und es gibt, gerade in den letzten CODs war es so, oder in dem letzten COD war es so, du hast extrem viele, fast zu viele Aufsätze gehabt und hast fast kaum einen Unterschied gespürt und meistens war es eher so, dass du einen negativen Aspekt hattest. Und so könntest du mitten in einer langen Session einfach mitten im Gameplay einfach einen Aufsatz ändern und spürst ein direktes Feedback. Okay, ist der Aufsatz geil, war der im Vergleich nicht so cool, weil du hast dieselben Gegner, dieselbe Map, ungefähr dieselben Reaktionszeiten, Ping hast du nicht gesehen. Also das macht auf jeden Fall das Austesten der perfekten Aufsätze umso einfacher, umso schneller findest du wirklich das extrem geilste Loadout. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Schreibt gerne in die Kommentare, bin ich eine Wunderblume? Habe ich einfach zu wenig Ahnung von Shootern, dass ich es aus keinem kenne? Aber es gibt tatsächlich eine Handvoll Shooter, die ich jetzt in der Vergangenheit mal wieder gespielt habe. Also, Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich finde das Feature ultra, ultra nice und mir ist es tatsächlich wirklich zufällig jetzt aufgefallen. Falls es euch in der Beta schon aufgefallen ist, schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Haut rein, nicht vergessen zu abonnieren, zu kommentieren, Daumen da lassen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Das war's von mir. Haut rein, ciao.